Howdy, Fellas, und willkommen zurück hier zu Red Dead Redemption 2 mit Arthur Morgan und Mary. Jawohl, Mary ist auch wieder da. Wir sind hier nordwestlich von Strawberry und haben hier ein weiteres interessantes Fragezeichen entdeckt, welchem wir natürlich gerne nachgehen an dieser Stelle. Howdy, Meister! Well, what's eating you, partner? Wer bist du denn? Eating me? Oh, I'm sorry, I'll dry up. What? See, I'm, Hey, can I ask you a strange question? I mean, it sounds ridiculous, but I'm on the level. I don't have a clue what you just said. Well, I'm sorry, sport, There's these funny rock carvings. They look a bit like this. Okay. Yeah, well, the thing is, I sort of, like, really badly have to find all of them. Now, it's sort of a puzzle thing of me. I know, it sounds ridiculous, but I'm on the up and up, and it's really important. Little rock carvings. Yeah, exactly, little rock carvings. What do you want to do with them? Well, it's sort of very complicated, and you'll think I'm jazzed if I tell you. You're what? Drunk. Are you? No, I wish. No, I'm, lost. It's a long story. Can you find the carvings? I have no idea. Well, I sort of need them. Hey, listen, if you find them, I'll pay you handsomely. Send me details, if you can. Here's my card. And if I can't? Well, I'm sure you can, sport. I'm sure you can. Francis Sinclair. Arthur Morgan. Pleasure. But I don't understand, why do you need these things? Well, I told you. If I told you, you'd think I was on the hooch. What? I'm gonna have a lie down. I don't feel very well. And neither would you if... Yeah, but, hey, what harm could it do? What a lunatic. Hm? Was? Ach Gott, das ist wieder so Sammeldingens und nicht nur einer. Wir haben doch so schon nichts gefunden. Die scheiß Zigarettenbeutel, den rennen wir seit Ewigkeiten hinterher. Und die blöden Knochen haben wir, glaube ich, ein oder zwei gefunden. Also, ist ganz ehrlich, na. Wenn wir an einem vorbeilaufen, gut, aber sonst nicht. Huch, was ist jetzt los? Easy, whoa. Blöde Schlange da, oder was? Das ist schon tot. Ja, jetzt... Geschmeidig. Geschmeidig bleiben. Ganz ruhig. So was. Kriegt hier vollen Zustand hier. Heieiei. Okay. Ja, ich würde sagen, wir gehen... Panther jagen. Jawoll. Was soll schon passieren? Ist ja noch nie was passiert, als wir Panther gejagt haben. Naja. Ja. Hier waren wir aber auch noch nicht, oder? Also an den See. Kann ich mich an den See erinnern? Nö. Zumindest nicht bewusst. Nee. Nee, nee, hier war auch noch nicht. Nee. Da, der hat sich einen Fisch geholt. Nicht schlecht. Ja. Ja, die wissen schon, was gut ist, die Jungs. Sag mal, was springst du voll an den Baum ran? Na, alles klar, ich sag nichts. Es ist natürlich mein Fehler. Ja, es ist definitiv mein Fehler. Ich habe gesteuert, also ist mein Fehler. Ah, wo ist der legendäre Fisch? Was? Wo? Aha, na gut. Zum Glück haben wir keine legendären Köder dabei. Nicht einmal den legendären Köter. Na Gott. Weißt du was? Wir machen ein Lager. Komm. Wir machen ein Lager. Bleibst du kurz da, Mary? Hm? Da, komm.
Du kriegst nochmal Haferplätzchen, weil du so brav warst und gegen den Baum geritten bist. Hast du gut gemacht, brave Mary. So was, unglaublich. Ja, komm. Fischen wir uns noch schnell was zu essen. Gott, was wollen wir hier brauchen? Keine Ahnung, ich nehme einfach mal ein Brot. Ein Brotköder! Oh. Ach, das sind Enten, die da drüben so spielen, oder? Ja. Ja, ja, das wird schon anbeißen. Hoffentlich kriege ich es nur hin. Na. Ah, jawohl, genau. Schwimmt schon in die Richtung. Da, lecker Brot. Jawohl. So ist recht. Oh, das ist bloß ein kleiner Stinker hier, oder? Oh, Mann. Gotcha, Partner. Ach, das ist doch bloß ein kleiner Happen. Naja. Ist alles nix. Schau mal in die Richtung. Da, das, schau mal hier. Die Vögel holen sich hier das Zeug. Ja, oder dass da von mir nichts mehr übrig bleibt. Hep. Boah, habt ihr den gesehen? Ja. Hoffentlich war das ein großer, ey. Nee, es geht so leicht für einen großen. Mein Gott, die werden ja immer kleiner. Den musst du ja noch füttern. Na sowas. Oh Mann. Vielleicht sollte ich mal einen anderen Köder ausprobieren. Ja, komm mal, so ein Würmchen. Größere Fische mit Würmchen, jawohl, sehr gut. Hep. So, jetzt. Komm, jetzt wollen wir den dicken Otto sehen hier. Komm, komm. Yes, Baby. So schaut's aus. Oh, jetzt aber. Oh, der ist hart. Oh, der ist riesig, Leute. Der ist riesig. Oh, der wird jetzt. Oh, das wird jetzt eine harte Nummer, den Herz zum Kriege. Here we go, come on. Na komm. Das ist ein echter Kampf mit dem. That's it. Come on. Na komm her, jetzt aber. Ich krieg dich. Aber ich will den haben, ey. Komm, hol dann. Jetzt Arthur. Yes. Good to meet you. Oh, was ein Brocken, ey. Was ein Brocken. 9 Kilo. Gibt sogar ein Achievement. Wie geil.
Ach du Scheiße. Ist das ein Brockendor? Manny, komm, den kochen wir. Den pfeifen wir uns rein. Ja, Sapperlot. Zartes Fischfilet, ja, aber geschmeidig da. Ah. So, komm, so ein bisschen Fisch vielleicht mit. Knorbliger Fisch, was? Das hat nur ein Fischfilet gegeben, echt? Ohne Scheiß? Na ja, gut. Ich habe gedacht, es gibt einen richtig großen Fisch. Großes Fischfilet, mehrere, aber nö, gibt's wohl nicht. Na gut, achso, ich sollte ja natürlich da vielleicht auch ein bisschen, hier, genau, ich wollte gerade sagen. Gewürze dazu, ne? Gewürze sind gut. So, lagern wir mal. Nochmal. Jetzt haben wir den großen Fisch gegessen und noch ein Fleisch dazu. Das muss ja wohl reichen, oder? Ich kann da nicht so viel in mich reinstopfen. Doch, eigentlich schon. Wir sind ja immer untergewichtig. Das ist ja immer unser Problem. Wir sind ja jedes Mal untergewichtig. Was ja auf der einen Seite den Vorteil bringt, dass du halt eine bessere Ausdauer hast, aber weniger Gesundheit. Das ist immer so der Nachteil dann. Auf der anderen Seite, wenn du zu fett bist und Übergewicht hast, hast du mehr Gesundheit, aber weniger Ausdauer. Hm, tja, mach's gerade richtig. So, Wildfleisch mit... Ja, ein Oregano haben wir noch, komm. So, lagern. Okay, verlassen. Und pennen bis zum Morgen. Ja, immer noch untergewichtig. Natürlich, ne? Kam gerade wieder die Anzeige, wir haben Gewicht verloren. Ich finde das so witzig. Wir futtern hier und verlieren ständig Gewicht. So. Ja, genau. Das Skelett. Okay, habe einen Mann getroffen, Francis Sinclair. Der will, dass ich komische Felsschnitzereien suche und ihm Beschreibungen schicke. Keine Ahnung warum, ist mir auch egal. Francis hat rote Haare, ein Muttermal und hat komisch geredet. Ja, den Fisch, den hast du nicht gemalt, oder was? Oh, unglaublich. Ich hätte gedacht, der malt jetzt den geilen Fisch. Nö, das hat er wieder nicht gemacht. Super, Arthur, ganz toll. Wieso auch? Warum sollte man diesen Moment des Glanzes und Glorie festhalten? Ne? Wieso denn? Ist ja nichts Besonderes. Genau, Mary, so schaut's aus. Okay, then, girl. Ja, wer ist er denn? Ein unbekanntes Tier. Das ist ein Biber. Sorry, das war jetzt ein Probeschuss, weil ich wissen möchte, mit was von der Knarre ich am besten auf Biber schieße. Und jetzt will ich... Ist da noch einer, oder? Ja, jetzt will ich sehen, wie viel der Schaden... Au, der... Okay, der hat Schaden genommen, also ich muss ein kleines nehmen. Darf nicht mit dem großen ballern. Na Gott. Oh! Arthur! Hör auf! Achtung! Hör auf mit dem Scheiß, Arthur! Siehst du das blöde Vieh nicht? Oh. Jesus! Junge, deine Spidey-Sensoren haben dich aber mal sauber im Stich gelassen, ne? Oh. Finster. Okay.
So, Mary hat sich gleich mal verbröselt. Naja, natürlich, die ist clever, ne? Hat er recht. Halt, was war da? Klettwurzel, na dann. Oh Mann. Okay, da sind also die Biber. Hm? So, jetzt wissen wir bloß nicht. So, Spiel. Nein, da wollte ich eigentlich nicht hin. Fortschritt. Kompendium, da wollte ich hin, genau. Tiere. Biber. Das Wormundgewehr. Okay. Habe ich mir fast gedacht. Tja. Also dann. Die Ente, ja, die Ente gammelt da vor sich hin, okay. Nice. Na, schauen wir doch mal, hallo? Mary, jetzt reit halt dahin, Mensch. Was ist jetzt? Da ist wieder kein Baum, gell, wo du dagegen reiten kannst. Ja, ja. Hab mir schon gedacht. Easy now. Ist was, du bleibst. Ach, du gespäßiges Frauenzimmer. Bleibst da jetzt, dann laufe ich zu Fuß. Okay. Oh, Edelweiß hier, Sean. Aber den brauche ich jetzt nicht. Okay. Also in die Richtung. Da laufe ich jetzt zu Fuß. Das ist mir echt blöd. Da wird Mary wieder rumzicken ohne Ende. Nee, nee, das machen wir alles selber. Okay. Der Rohrkolben, ja, ja, da haben wir genug, glaube ich mal. So, jetzt Sneaky Peaky. Schauen wir uns die Gegend hier mal an. Da ist ein Kanu da drüben. Na gut, wenn hier Biber wären, müsste man ja angenagte Bäume. Beziehungsweise vielleicht auch so einen kleinen Staudamm sehen. Na, was sie zusammengebaut haben, die staunen ja immer gern das. Gerade noch gesehen. Uiuiuiui. Sapperlot. Seh fix nochmal. Puh. Mhm. Wenn das so weitergeht, werden wir nicht alt in dem Spiel da. Eine gute Schlangenhaut, na super. Zweier Biber. Das ist jetzt zum Testen, ob das Wormund-Gewehr tatsächlich das Richtige ist. Ich weiß, das ist wieder gemein, der arme Biber und so. Schaut gut aus, ja. Schaut tatsächlich gut aus. Das Wormund scheint zu funktionieren.
So, ein gutes Fell, das nützt mir bloß nichts. Ich brauche ein perfektes Fell. Das ist mein Problem. Der Angler, ja. Oh. Ah, wieder bloß ein Zweier. Verdammt. Das ist schon wieder maximal ärgerlich hier. Was? Felsschnitzerei? Wo habe ich hier eine Felsschnitzerei? Was? Oh. Ja, dann. Das war natürlich Absicht, dass ich die hier finde. Ja. Glück. Glück würde ich sagen. 1 von 10. Naja. Das ist der Zweier-Biber. Ja, ja. Lass den Biber leben. Ja, mach ich. Aber für den nächsten kann ich nicht garantieren. So, hier geht's hoch, Arthur. Schau mal. Genau. Danke. Da ist er. Das ist unser. Das ist unser Dreierbiber. Deswegen sind wir da. So. Nimm den mit. So. Schwimm den mal hier zu. Ach, dass ich den jetzt. Also. Mir ist das umständlich. Na, hör auf! Andere Richtung, du Narr! Also, bitte! Ist das so schwer? Dieses Spiel jetzt... Wenn der jetzt weg... Der ist jetzt weg. Komm, komm. Das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Jetzt habe ich. Ist der weg? Dieses böse Spiel. Kann doch nicht sein. Es glaube ich nicht, ey. Es gibt Tage, ne, da. Oh, 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 böse. Oh. Böse, aber echt. Es gibt Tage, da müsstest du sowas persönlich nehmen, da. Das kann nicht sein, oder? Er war direkt vor uns. Er muss nur in die Hand nehmen. Nein. Und dann ist er nicht fähig, den da ans Ufer zu buxieren. Es ging einfach nicht. Weshalb auch immer. Warum er das nicht kann, Arthur Morgan, ist mir ein völliges Rätsel. Aber er kann es halt einfach nicht, ne? Er kann es halt einfach nicht. Nein. Jetzt ist er verwest! Da stand gerade verwest dran. Weil der ja so schnell verwest. Make my day, do, echt. What is that all about?
schon recht. Ich hab's verstanden, Spiel. Er kommt da? Was denn? Was denn, was denn? Da war irgendwas. Irgendwas Rotes war da. Wahrscheinlich eine Schlange oder so. Ja. Texas, Klapperschlange. The Rattlesnake, oder? Ich glaube, Rattlesnake heißt das. The Texas Rattlesnake. So, und jetzt darf ich wieder einen Biber suchen. Ich hatte schon einen. Ein 3-Sterne-Biber. Jetzt drüben ist wieder bloß ein 1-Sterne-Biber. Die Peking-Ente. Stockente, Peking-Ente. So. Dann gibt's halt Chop Suey oder sowas. Keine Ahnung. Keine Ahnung, wann ich das letzte Mal beim... Beim Chinesen war es bestimmt schon über 20 Jahre her. Da ist natürlich das Vomit wieder zu stark, ne? War ja klar. Das ist schon das absolute Kleinkaliber. Ah, ohne Worte, echt. Ohne Worte. Ja, ich will keinen Rohrkolben jetzt hier. Wie mich das mit dem Biber jetzt anteasert. Wie mich das ärgert. Da! Nochmal einer. Der schwimmt natürlich auch wieder, dass ihn ja nicht looten kann, ne? Dieses Spiel doch echt. Falsche Richtung. Völlig falsche Richtung. Kann nicht sein. Ja, der schwimmt jetzt hier einmal. Komm. Andere Richtung. Zum Ufer muss schwimmen. Nein, zum anderen Ufer. Ja, genau. Kommst du uns. Sau stark. Kommst du uns. Sehr gut. Kommt zu uns. Ja, komm, komm. Da, bei uns ist schön. Ja, ja. So, hoffentlich kommt jetzt bloß von hinten kein Puma oder sowas. Das wäre dann das Nächste, ne? Das würde ich dem Spiel auch noch zutrauen. Das dann heißt, so, jetzt. Aber lass doch die arme WC-Ente hier in Ruhe, Mensch. Gelbschnabeltaucher. Und weg. Also kein Haubentaucher, sondern ein Gelbschnabeltaucher. Komm, komm, Stickli noch. Da, da geht's her, schau da. Jetzt geh her. Ja, komm. Komm. Na. Na. Jetzt schnell, 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 schnell. Komm, da kriegt man. Arthur, jetzt aber. Ja! Zefix! Jetzt haben wir die, du Lump! Ah. Schwere Geburt hier, du echt. Was eine schwere Geburt. So, das war der Waschbär, sondern der Biber. Moment, Biber.
Biberhirsch. Okay, Wertgegenstände wäre es. Yes. Yes. Okay. So, jetzt muss ich bloß noch zu Mary kommen irgendwie. Mary steht da drüben. Ja, da rennen wir einmal ganz geschmeidig in die Richtung. Hoffen, dass kein Blitzviech kommt. Was uns in einen Zweikampf verwickelt, dass wir das Fell fallen lassen und unter Umständen wieder verlieren. Was echt ärgerlich wäre, aber naja, das, so ist das Spiel, gell? So, mal schauen, ob Mary schon zu uns findet. Schauen wir mal. Ob Mary so clever ist. Ja, Mary ist so clever. Da hinten kommt es angerannt. Jawohl! Nice! Ja, ja, jetzt habe ich es wieder übertrieben, ich weiß. Langsam, Arthur. Du sollst nicht immer so viel Kippen rauchen, ne? Das ist nichts gut. Was rauchst du immer so viel? Bloß wegen den scheiß Bildern. Come on, girl. Gott sei Dank. Okay. Ja gut, dann. Weißt du was? Dann düsen wir mal nach Rick Station. Und sag mal, Junge, pass auf, wie du mit mir schwätzt, sonst, ne? Sonst endet das Ganze böse. Unglaublich, ja? Die Leute nehmen sich was raus. Du Waschbär! Den brauchen wir auch noch. Nice. Sehr geil. Okay, my girl. Nice. So, dann fehlt jetzt der Bison. Ja. Naja. Oh, den finden wir ja ganz leicht. Das dürfte ja gar kein Problem sein. What the hell, genau, aber echt. Brauche ich nochmal ein Wapiti? Nö. Dachs bräuchte man noch. Ah? Rocky Mountain, naja. Naja, wir wollen unser Glück nicht überstrapazieren. Denke ich mal. Das ist der Hasi. Ja. Ja, das war Hasi. Edelhasi. Ja, ja, California, Coyote, alles klar. Na, du bist aber mutig, kleiner Mann. Ja. Jesus, Gott's Willen, wer bist du denn? Ach, das ist der verrückte Prediger, den haben wir auch schon mal kennengelernt. Ja, ja. Howdy. Transportation for you, sir.
Okay. What the hell are you doing? What the hell? Ja, genau. What the hell? Sowas. Will ich wirklich mit der Bahn fahren? Wir hätten natürlich die Möglichkeit, jetzt da nochmal durchzureiten. Und vielleicht treffen wir dann doch noch auf den ein oder anderen Bison, ne? Naja. You out to trouble me. Ist natürlich, ne? Okay. Ist natürlich wieder viel Hoffnung dabei, aber. Mei. Nehmen wir mal an, das würde uns so rein. Uns so reinlaufen, dann wäre das natürlich ideal, ne? Dann hätten wir jetzt mit einem Ritt, der sich zugegeben etwas hingezogen hat. Aber hätten wir dann einiges einkassiert. Und das wäre ja schon geschmeidig. Ich habe es noch nicht auf meiner Liste abgestrichen. Das, was wir jetzt eingesammelt haben. Das mache ich erst, wenn wir im Lager sind. Dafür haben wir jetzt schon zu viel erlebt in diesem Spiel. Nee. Dann streiche ich das Ding ab und dann am Ende gehen wir hops. Die Fälle sind weg und dann war alles wieder umsonst. Ja, schuldig. 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 Mhm. Naja, vielleicht haben wir jetzt mehr Glück mit unserem Bison. Ich meine, wir hatten doch auch schon mal ein 3-Sterne-Bison-Fell, ne? Was haben wir denn mit dem gemacht? Haben wir das verkauft? War ich echt so blöd, dass ich das verkauft habe? Hier haben wir auf jeden Fall mal die Schatzkarte gesucht hier, oder? Also nee, das war im Online-Modus, genau. Da habe ich im Online-Modus mal einen Schatz gesucht. Oh, wer bist du denn? Du machst aber ein schönes Posing hier, schau mal. Voll der Poser. Du siehst aus wie der deutsche Pleiteadler, ne? Auf der guten alten D-Mark. Der Pleitegeier. Servus. Ja, stimmt. Hier war auch so ein Spot, wo man im Online-Modus ab und zu sein Lager hat. Ne, sein Lager im Online-Modus, das springt immer. Das ist nicht immer am gleichen Ort. So ein bisschen seltsam. Da sucht man sich quasi eine Region aus. Zum Beispiel die Heartlands. Oder Lemoyne oder sowas. Ne? Und dann springt halt das Lager immer mal hin und her. Ah, hier war der Granger, ne? Genau, der Schweinezüchter, der Revolverheld. Ja. Naja. Wenn man es so nennen mochte. Revolverheld. Ja, ja. Großmaul war er. Großmaul. Oh. Hallo? Easy, easy. Das ist nichts Besonderes, okay. Gabelbock. Ja. So, da sind wir. Liebe Leute, da sind wir. Jetzt aber. 3-Sterne-Bison. Und die ganzen kleinen Gemeinheiten der jüngsten Zeit, liebes Spiel, wären vergeben und vergessen.
Ja. Aber ich merke schon, das Spiel ist lieber nachtragend. Ich möchte lieber schlechte Laune verbreiten. Mhm. Naja. Ja, es ist, hier sind die ganzen Gabelböcke und Edelweißhirsche und so, aber... Ja. Oh, was? Ach, ist wieder blöde Schlange da, oder was? Mein Gott, da gibt's Schlangen. So viel Schlange gibt's doch jetzt. Kann doch gar nicht sein. Also wirklich. Kommt uns der bekannt vor? Ja. Wer das wohl war? Ja. Ja, okay, das sind keine... Nee, alles gut. Das sind keine O'Driscolls. Oh, der hat ja eine Party gemacht, hä? Oh, rest up here if you want. I won't be much company. Servus. War der Gringo zufällig hier, oder? Das sieht so aus, weil das der, bei dem sah es auch immer so aus. Come on, warm yourself a while. Nö, ich suche ein paar Viecher. Yeah, Bison, 3 Sterne. Bereue ich irgendwas? Naja, weiß ich nicht. Bereuen ist immer so ein blödes Wort. Ne? Man kann Entscheidungen, falsche Entscheidungen vielleicht im Nachgang bedauern, aber sie bereuen. Reue ist in dem Zusammenhang, glaube ich, falsch. Also Reue würde ja bedeuten, dass ich bewusst andere geschädigt habe. Das würde ich mit Reue verbinden. Die Schopfwachtel, na sowas. Aber da kenne ich jetzt keine Situation. Ich glaube, also ich glaube, ich habe in meinem Leben hoffentlich noch nie jemand so sehr bewusst benachteiligt oder schlecht behandelt, dass ich es bereuen würde oder müsste. Deswegen, ich habe vielleicht mal unglückliche Entscheidungen getroffen, im Nachgang unglücklich betrachtet, aber man, das haben wir ja schließlich alle, ne? Deswegen... Das zu bereuen, nee, das ist übertrieben. Das macht uns zu dem, der wir sind. Auch unsere falschen Entscheidungen, denn aus denen lernt man ja bekanntlich am meisten. Mensch, Philosophiestunde heute hier mit Arthur Morgan, genau. Ja. Sowas. Also, schaut nicht gut aus. Nee, ich glaube, das mit dem Bison... Das können wir knicken. Können wir uns an die Backe kleben, den Bison. Aber sowas von. Das ist schöner Mist. Na gut. Aber auch nichts. Ja, weißt du was? Dann reiten wir mal in die Richtung. Boah, Alter, jetzt geht's aber wieder los hier, du. Sauwetter! Alles klar. Das ist die Antwort. Der Zorn Gottes. Genau. Was der Hobby alles falsch gemacht hat in seinem Leben. Ja. Naja. Nee, ist auch kein Bison. War nur ein Busch. Fängt auch mit B an, aber damit endet die Gemeinsamkeit. Da ist jemand mächtig sauer.
Naja. Nee. So, hier hätten wir auch nochmal Bison. Oh, ja, das ist dieses komische Lager, oder? Hier ist Bison, da ist Bison. Reiten wir da gerade noch weiter? Was? Ja, den schauen wir uns anderes Mal an, würde ich sagen. Ja. Was sind wir denn da? Naja, sieht auch ziemlich runtergekommen aus, ne? Gewitter nicht unter den Baum stellen, Haubi, weißt du doch. Yes, weiß ich. Also, dafür, dass es hier Bison geben soll, habe ich erstaunlich wenig gesehen. Wow, was ein Effekt hier, unglaublich. Aber wahrscheinlich sind die bei dem Sauwetter daheim geblieben. Haben sich gesagt, nee du, also, ne. Da gehen wir nicht vor die Tür. Ja. Man liegt so recht. Bei dem Wetter, da jagst nicht einmal der Hund raus. Na gut. Ja. Yep. Komm, ab nach Hause. Das ist mir zu blöd. Ab nach Hause. Oh, ist... Das war noch der Marker, oder? Keine Ahnung, wieso ich den Marker jetzt gesetzt habe. Plaisance, da ist dieser Kopfgeldauftrag, aber das ist mal. Nee, das ist mir jetzt zu heiß, ganz ehrlich. Das ist mir jetzt zu heiß, ich habe keinen Bock. Oh, der führt mich auch noch direkt hier dran vorbei, ne? Kein Bock, die Fälle jetzt zu verlieren. Da habe ich ja gar keine Lust drauf. Mir jetzt sowas von egal. Ist ja witzig, da ist der Stall hier. Mhm. Wo wir angefangen haben. Also, ne, ist jetzt die zweite Folge in dieser Aufnahmesession. Meistens nehme ich also zwei am Stück oder maximal drei auf. Dass man so ein bisschen zumindest im Spielfluss ist, wenn es gerade reinpasst. Da vergehen die Folgen ja auch immer ein bisschen länger. Na, es ist, glaube ich, hier bei diesem Spiel keine gute Entscheidung zu sagen, ja, ich mache mal bloß so kurze Happen, keine Ahnung, 20, 25 Minuten, ne, weil das... Ja, weiß auch nicht, das ist... Nee. Da ist zu wenig Fortschritt dann einfach. Sich dann so, okay, ja. Ne, die müssten ja dann auch täglich kommen, aber wie gesagt. Oh je, oh Gott, oh Gott. Ja, hallo! Sie fix alles, Arschlöcher!
Dackelzement, Leute. Ja. Henner, verdammte. Die loote ich jetzt auch nicht. Ist mir jetzt zu blöd. Ich will jetzt bloß noch nach Hause. Was wollte ich sagen? Ja, genau. Die Folgen kommen ja alle 2 Tage. Ja, das hat sich ja einigermaßen bewährt, finde ich. Dafür sind sie ja länger. Und dann, dann ist man auch so mehr drin, ne? Wenn man so eine längere Folge am Stück hat. Das passt dann gerade. Das ist in Ordnung. Ja, wenn es jeden Tag 20 Minuten gibt, da ist immer, ich weiß auch nicht, da hast du gerade angefangen, da ist schon wieder vorbei. Und das irgendwie, nee. Dann müsste man, teilweise müsste man ja dann in Missionen oder sowas, müsste man dann einen Break machen und nee, ganz ehrlich, ne, da hast du Begrüßung, dann ein bisschen bla bla, was war und überhaupt und bist du dann überhaupt zu irgendwas, kommst du schon wieder vorbei und naja, weiß nicht. Also ich glaube, so wie wir es machen, ist es ganz okay. Und dadurch, dass man ja 2 Tage Zeit hat, sich eine 50 oder ja, so roundabout 45-50 Minuten Folge anschauen zu können, ich glaube, das kann man sich, wenn man denn wirklich Lust drauf hat auf dieses Projekt und es sind ja noch einige dabei, dann kann man sich das ja auch irgendwie gut einteilen in 2 Tagen, dass man sagt, ja komm, irgendwo habe ich Platz für 45 Minuten, ne, wo ich mir die Zeit einfach nehme und von mir aus ein Käffchen, ich bin's, hallo, ein Käffchen dazu oder ne, zum Essen oder einfach ein bisschen zum Chillen und dann ist alles gut. Ja. Und ich meine, wir sind jetzt bei Folge 63. Das ist ja schon lang für ein Let's Play 63. Ne? Das ist ja so eigentlich untypisch, dass so lange Projekte sind. Aber ich meine, klar. Der Titel ist jetzt auch nochmal brandneu. Ne? Der hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Viele kennen den schon. Und trotzdem gibt es eben einige, die hier trotzdem gerne mit Begeisterung auch dabei sind und die sich das anschauen und die sich freuen, wie der Hobby einen Scheiß am anderen macht. Don't mention it, Miss Grimshaw. You're a fine man, Mr. Morgan. Sometimes, at least. Danke. Thank you. I think. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Danke oder so, ja. Wie geil. Good evening, Arthur. Hi. Oh, it was different. Long time since I felt that way. Long time. Blackwater ended all that. But really, it was dead long before. I mean, thieving is all right. Whole country is just about thieving. Maybe whole world is. But the killing? The killing I can stomach, because it turns out I can stomach more or less anything. But that don't mean I like it. Don't mean I like it one bit, nor myself for putting up with it. Yes. I hope that if we can get the hell out of here, then maybe we can go legit. Maybe Dutch will calm down. Maybe it'll be okay. Some chance. Evening to you. Hi. Hey, Hosea. Hast auch einen kleinen philosophischen, huh? Good evening. There he is. Evening. Not that much has changed, Jose. We used to actually help people. You remember that? I do. Ich helfe ständig Leuten. Also, naja, ständig. Also, naja, also ziemlich oft. Also, ja, ab und zu. Evening. Evening, Arthur. Hi. Hey, Javier, du könntest zurück mal wieder was spielen. Achso, der ist gar nicht da, oder? Nee, der ist gar nicht da. Der ist an uns vorbeigelaufen. Ja, dann spielt er wohl nichts, der Javier. Oh Gott. Will you dance with me, Miss Marybeth? No, I will not. I got 2 left feet. Well, Mr. Morgan, I had your stuff unloaded. Thank you. I put you in one of the upstairs bedrooms. I thought that would be a little nicer for you. I mean, the place is a dump, but we can survive here. Very funny. Yes, it's great if you love alligators and mosquitoes. Exactly. Anyway, it's left at the top of the stairs and head on to the end of the landing. Thank you. Das habe ich schon gefunden, das Zimmer, aber vielen Dank. So, Micah, bist abgeblitzt, ha? Huh? Bei der Mary Beth. Okay, I
think I should get some sleep. You okay, Mary Beth? Just worried about the boy. I know, we all are. Wir kriegen ihn schon, hoffe ich mal. Naja, den Check, den holen wir uns wieder. Den lassen wir nicht bei diesem Bronte oder, naja. Bei dem Tee halt. You know, my mama was born in a field. Literally, in a field. Her mama was picking cotton, didn't even know she was pregnant. Came over funny and she gave birth right in the field. And the goddamn overseer, he took my mama away and made my grandmama get up and finish picking. Tja, Lenny erzählt wieder komische Stories. Sweet on her. And used to rape her. After she was set free at the end of the war, he tried it again. And she killed him with a knife. They nearly lynched her, but she ran away and my mama never saw her again. Wie der Arthur gerade geschaut hat, zu geil hier. Oh Mann. So, jetzt aber. Ach, sei still. Also, pass auf. Jetzt haben wir Liste her. Wo ist mein Zettel? Da. Und da ist mein Stift. So, Waschbär. Für die Herstellung. Zack. So, wo ist mein Waschbär? Da. Bei Vorräte. Gut. Dann hätten wir noch im Angebot. Also, erst einmal die schimmelige Schlangenhaut kannst du haben. Weg damit. So, dann haben wir noch hier Gabelbock für die... Ah, Gabelbock brauchen wir nicht, gell? Nee. Dann geht's in die Kasse. Oder, ja, nee, so, nee, verkaufe ich am Trapper. Hirschbockfell. Scheiße. Das ist... Ja, es zählt nicht als Hirschfell. Das ist der Hirschbock. Blöd. Okay. Biberfell für die Herstellung. Zack, jawohl. Mist, jetzt habe ich mich schon gefreut, dass wir das blöde Hirschfell haben und ich habe die ganzen Hirsche verschont vor lauter Dummsein. Na gut, also Bestandsaufnahme, was fehlt? Es fehlt Dachs, Panther, Bison, Leguan und Hirsch. Und wenn wir die Fälle haben, können wir uns die Taschen vergrößern für Zutaten, Ausrüstung, Vorräte, Material und... Was ist das? Wurfgegenstände. Ah ja, okay, das brauchen wir unbedingt. Naja. Ah ne, Wertgegenstände sind das. Nicht Wurfgegenstände, Wertgegenstände, okay. Das sieht im ersten Moment gar nicht nach so viel aus, gell? Aber naja, wir wissen ja, wie zäh das Ganze ist. Also schön. Ja, Mai, was soll ich dir sagen? Da kannst du ein paar Schwungfedern haben. Da, zack, und da noch ein bisschen Federn. Und da kannst du auch haben. Und Ente und Rabe und... Fine, but make sure you get a good price for it. Many thanks, Mr. Morgan. Yeah, natürlich. So, können wir hier irgendwas machen? Na, das hier, genau. Also, das haben wir ja gerade angeschaut. So, Unterkunft. Können wir da noch irgendwas machen? Wildschweinfell-Tischdecke. Ja. You deserve it, Mr. Morgan. Ja, das sehe ich genauso. You deserve it. So, bei John, da geht nix. Dann haben wir Lagertisch, haben wir schon Gabelbock. Speisewagen geht nix. Dann haben wir das Hauptlagerfeuer. Biber, ja klar, wenn ich den da vergeude, sicher. Natürlich, da wäre Wolf gewesen. Naja, Gott. Ziege brauchen wir noch. Egal. Passt so, jetzt schauen wir uns das in unserer Hütte noch an. Was ist los? Ich
Also. Ab nach oben. Mein Gott, wir sind schon bei einer Stunde, gell? Oh, Leute, Leute. Okay, 45 plus gibt's heute. So. Und was sehen wir da jetzt? Da, da, das Tischlein, das sieht jetzt hübscher aus, hier, wo die Karte drauf liegt. Ja, das ist, also da habe ich jetzt echt wahnsinnig viel von, aber es freut mich natürlich, dass es jetzt hübsch aussieht. Ja, genau. Das war Sadie Adler, das mache ich jetzt auch. Arthur geht jetzt auch pennen. In diesem Sinne, liebe Leute, ich sage wie immer vielen Dank fürs Dabeisein bei Red Dead Redemption 2. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr mögt. Vielen Dank dafür. Bis zum Wiedersehen. Eine gute Zeit. Macht's es gut. Und Servus.